Ciao zusammen, hallo, servus, seid gegrüßt, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und ich freue mich auf Quelle TV, ein Gespräch. Ich freue mich sehr, dass die Birgit Fischer bei uns ist heute und dass du dir Zeit nimmst für ein Gespräch. Und nein, wir haben uns nicht abgesprochen mit den Kleidern, aber beschlossen, wir lassen das so. Und ja, so schön, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Ja? Ja. War ein schönes Wochenende. Ja, eben, genau. Ich habe übrigens beschlossen, wenn ich ein Gespräch vorbereite, ein Interview, dann habe ich meistens ein Buch. Und ich habe sie trotzdem hier, die Fragen so zur Sicherheit. Aber mich hat das so beeindruckt. Am Samstagabend warst du mit Patrick Pedrazzoli und du zusammen auf der Bühne. Und ihr wart einfach so da. Und du hast so gesagt, ich bin verbunden und es kam mir so vor, es kommt schon das Richtige. Und dann dachte ich, das möchte ich auch. Und dann dachte ich, nein, das kannst du nicht machen, das ist die Birgit Fischer, da musst du gut vorbereitet sein und gute Fragen haben, Kopf. Und dann habe ich gedacht, ja, aber das müsste doch gehen. Ich weiß, dass das geht. Und jetzt habe ich, sie sind zur Sicherheit noch hier, Fragen, aber ich möchte ja gerne. Aber da bist du mir sehr ähnlich, weil immer wenn ich in einen Workshop gehe oder mich vorbereite, ich schreibe immer alles auf. Ich habe jetzt für gestern, für Sonntag den Workshop, habe ich 10, 12 Seiten vorbereitet gehabt. Dann habe ich das ausgedruckt gehabt und dann kam alles anders. Also es ist dann immer alles anders. Wenn du dich führen und leiten lässt, ist es sowieso immer anders. Also da kannst du dich vorbereiten. Und das Leben ist auch so. Du bereitest dich vor, du manifestierst dir, weiß ich nicht, eine Familie mit 2, 3 Kindern. Du manifestierst dir den perfekten Partner, du manifestierst dir deinen Erfolg und es kommt ganz anders. Ja, ich habe eine Frage aufgeschrieben, aber das ist ein schönes Stichwort dazu. Du hast gesagt, es kommt alles anders. Du hast unter anderem erwähnt am Samstag, dass du wolltest nie Medium werden, oder? Ja, nie mehr. Also keine Spiritualität. keine Spiritualität. Ja, das hatte so ein bisschen einen negativen Beigeschmack. Ich bin ja seit meiner Kindheit krank gewesen. Und also wirklich von Babyalter an. Und mir wurde immer gesagt, Drogen ist für mich tödlich. Und das stimmt mit Sicherheit, weil wenn ich zum Beispiel eine Ibuprofen oder so genommen habe, war ich schon in, also da habe ich die Engel tanzen gesehen, sagen wir mal so. Und beim Alkohol ist es ja ähnlich, also ich drehe komplett durch. Und ich habe die spirituelle Szenerie, ist mir immer so eingeredet worden, ja, das sind die Drogensüchtigen. Und in Österreich ist das sehr oft noch immer so. Und ich habe mich da ferngehalten, sagen wir mal so. Es war aber immer wieder dieses Hellhörige und das Hellsichtige war da. Und wie ich so 18 oder 17, 18 war, habe ich sogar für mich selbst nachgefragt, weil mein Vater hat mich gefragt, sag mal, was willst du denn studieren? Und fragte ich mal selber. Und bei mir war es immer so, ja, da kommt dann eh die Antwort. Und ich habe mich selber gefragt und ich habe nur gehört Medium. Und dann habe ich Medienwissenschaften und Übersetzen studiert. Also ich habe es auch nicht verstanden, was das ist, weil ich kannte dieses, was ist ein Medium oder was ist ein Heiler, das kannte ich gar nicht. Das gab es in meiner Realität nicht. So wie ich aufgewachsen bin, in Österreich, in einem katholischen Haushalt, in einer sehr katholischen Gemeinde, in einer Heilregion, zwar mit Heilthermen, aber das gab es bei uns nicht. Und wenn es das nicht gibt in deiner Realität, dann kannst du dich auch nicht dafür entscheiden. Ja. Geht nicht. Und dann kam es ja trotzdem. Und ich habe mich dann gefragt, wie ist es dir denn gelungen, diesen Weg trotzdem einzuschlagen und damit umzugehen? Naja, ich hatte ja ehrlich gestanden keine Wahl. Ich war ja so oft krank in meinem Leben. Und wenn du dann schon alles ausprobierst und es hilft nur mehr die Energiearbeit und die hat geholfen bei mir. Also ich bin vollkommen gesund wieder. Also da war alles von der physischen bis psychischen Krankheit, war alles dabei und es ist alles bestätigt, gesundet. Und das war eben der Weg dorthin. Und ich habe dann schon energetisch an mir gearbeitet und teilweise auch mit Freunden, habe es aber beruflich nicht gemacht. Ich war Texterin und PR-Managerin und habe das gemacht, auch in der Selbstständigkeit. Es war dann so, ich bin dann schwanger geworden und ich habe gewusst, mein Sohn ist wie ich. Und das war halt der Knackpunkt. Also da habe ich gewusst, super. Jetzt hat er dann vielleicht eine Mama, die sich da auch verweigert, wer sie selber ist. Und dann wird er vielleicht auch noch krank.
Das ist mir bewusst geworden. Und dann bin ich bereits in der Schwangerschaft vorangegangen und habe dann, wie er so 7, 8 Monate war, habe ich einen Kurs gebucht bei der Quelle in Bern. Mhm. Ja, das war Transpeaking. Genau. Und da bin ich dann draufgekommen, oh, ich kann das schon sehr, sehr gut, weil mein Bruder hat mir das auch immer wieder erzählt, dass ich schon als Kind im Traum, also wenn ich geschlafen habe, in einer Männerstimme gesprochen habe. Da gibt es ganz viele Geschichten dazu. Also, dass ich teilweise Dinge gesagt habe und ich konnte mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, als wäre ich in einer anderen Realität. Und da bekommt man ja auch gesagt, beispielsweise, dass man ein Traummännlein ist. Das ist ja ein was? Traummännlein. Wenn man so ein bisschen zwischen den Welten ist und nicht zuhört und irgendetwas sagt. Ja. Ja, ja, das sind alles diese negativen Betitelungen, die immer wieder auch damit spazieren gehen und man an sich selbst zweifelt. Mhm. Ja, und dann ging ich schon ab ins Afafini College, weil da habe ich gemerkt, oh, da geht viel. Ja. Ja. Und dann ist es dir gut gelungen, dich damit zu arrangieren? Ne, arrangieren. Oder? Es war dann wirklich so, dass meine Klienten, was das Texten und die PR betraf, von einem auf den anderen Tag weggefallen sind. Alle innerhalb von einer Woche haben die Verträge gekündigt. Und meine Klienten im energetischen Bereich sind immer mehr geworden. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, gut, dann mache ich nur mal das. Der Vater meines Kindes hat dann damals gesagt, oder nichts mehr gesagt, der hat 3 Tage nicht mehr mit mir gesprochen, weil der wollte das auch nicht. Meine gesamte Familie hat gesagt, hast du einen Schlaganfall gehabt. Meine Freunde haben gesagt, spinnst du? Du kannst dir nicht alles hinschmeißen für so einen Blödsinn. Und ich habe es dann trotzdem gemacht und ich war innerhalb von 2 Monaten komplett ausgebucht. Also die Energie entscheidet dann. Du hast eigentlich keine Wahl und du kannst es nicht planen. Der Kopf möchte planen, das Ego möchte planen, das funktioniert aber nicht. Mhm. Ganz einfach ist so das. War das. Ja. Siehst du übrigens die Fliege? Ja, die begleitet da, uns. Die da rumschwirrt. Ja. Finde ich ja auch interessant. Du, ja, so... vorhin, als du hierher kamst, hast du vom Mond erzählt. Ja. Wir haben von der Sonne gesprochen und wir haben gedacht, das flechten wir gleich auf, rein ins Gespräch. Ich sitze halt sehr oft draußen und beobachte natürlich die Sterne, weil ich habe schon sehr, sehr viele UFO-Beobachtungen gemacht. Bin immer zu langsam mit dem Filmen. Oder sehr oft. Und ich beobachte natürlich auch den Mond. Da gibt's ja auch, ich habe den Mond versucht zu channeln und das ist irgendwie was technisch-metallisches. Und es fällt mir immer mehr auf, dass der Mond nicht mehr diese Zyklen macht, die er gemacht hat. Also er, wie es würde aufgehen und würde ganz schnell wieder untergehen. Das ist wie eine Lasershow mittlerweile. Und es verändert sich sehr viel. Also wenn man ein bisschen auch das Firmament oder beziehungsweise den Mond beobachtet und die Gestirne, ob das wirklich Gestirne sind oder nicht, beobachtet oder beobachtet hat in den letzten Jahren, bemerkt man einfach, dass sich da viel getan hat. Es gibt da dazu ganz, ganz viele Theorien, auch natürlich Verschwörungstheorien, wie auch immer. Ich beobachte einfach und ich schaue es mir an und gehe dann auch natürlich auch hellsichtig rein. Das ist mir jetzt, das ist ganz frisch, eben aufgefallen, dass diese Zyklen anders oder kürzer geworden sind und auch, dass die Sonne irgendwie anders aussieht. Also in Österreich zum Beispiel ist die Sonne sehr, sehr grell, sehr weißlich schon vom Licht, teilweise schon mit einem blauen Stich drinnen, ganz einen hellen blauen. Also ich fotografiere die Sonne ja sehr oft, bei meinem Morgenlauf zum Beispiel oder auch am Nachmittag. Und natürlich kann man dann sagen, ja, sie geht ja auf und sie verändert sich. Ja, aber wenn man in anderen Ländern ist, ist es nämlich so, dass sie andere Farben hat. Ich habe heute mit jemandem aus Österreich telefoniert beispielsweise und gestern am Abend auch nochmal. Und bei mir hier in Bern war es noch hell und dieser Mensch, mit dem ich telefoniert habe, der ist nicht so weit weg. Es war schon stockdunkel. Ja, genau, das ist mir auch aufgefallen. Es ist so, ich war mal in der Nähe des Äquators in den Ferien, das ist normal dort, das wird so schnell dunkel. Das und das habe ich plötzlich. Das schon, aber wir sind jetzt nicht so weit von Österreich entfernt. Nein, eben. Also vor allem, dieser Mensch ist nicht weit entfernt. Also aber ich habe auch das Gefühl, es wird schneller dunkel als früher. Also, jetzt haben wir schneller dunkel als heute, nein. Dass es länger hell ist. Ja,
Nein, es geht so schnell von der Dämmerung zur Nacht. Mhm. Das geht dir nicht schnell. Ja, wie ein Schalter. Ja. Mhm. Ah. Ein- und ausschalten. Ja, da könnte man jetzt spekulieren. Also, ja, genau, gerne. Ja, gerne. Also das gibt, das eine ist, dass die einen sagen, oder eher auch die Wissenschaftler, dass sich etwas mit der Neigung oder mit der Achse der Erde verschoben haben. Dann wären wir wieder bei dem Polsprung-Ding, was ja auch in gewisser Hinsicht, wenn man es energetisch betrachtet, einen Sinn ergibt. Weil nicht nur wir verändern uns, nicht nur wir gehen in diese neue Dimension, was auch immer das ist. Wir spüren alle, die Energie ist so dicht und so präsent und so eindeutig, was wir fühlen, was wir zueinander fühlen, wie wir miteinander sprechen. Die Gedanken sind hörbar, nicht nur mehr für jene, die sehr sensitiv oder telepathisch veranlagt sind, sondern wirklich auch für alle, und das wird mehr und mehr werden. Also es wird, die Energiearbeit und Spiritualität wird für die Masse jetzt da sein. Da kommt einiges Lustiges auch auf uns zu, so wie ich das sehe. Und das zeigt dann ja auch, dass die Erde mitgeht. Wenn wir alle verbunden sind, wenn wir auch der Erde, also die Echse ist so, dass die Erde mit uns so verbunden ist, dass wir der Erde auch helfen, diesen Sprung jetzt zu gehen. Ja. Und meinem Empfinden nach geht das jetzt aber 7 Jahre lang. Hunger. Ja, der Bauch hat auch noch geantwortet. Genau. Ich möchte noch mich bedanken beim Udo und beim Bruno, die die Technik machen, und wir haben vor dem Gespräch gesagt, es könnte ja sein, dass aus dem Publikum sozusagen eine Frage kommt, und ich könnte mir vorstellen, dass eine da ist. Ja, ihr habt vorhin von der vom Manifestieren gesprochen. Jetzt hat es so getönt, als wäre das total überbewertet. Meinem Empfinden nach ist nicht nur überbewertet, sondern manipulativ. Beispielsweise, du hast der Seele etwas vorgelegt, und der Geist bzw. das Denken, das Ego-Denken, das ist ja sehr kraftvoll. Du kannst wirklich selbsterfüllende Prophezeiungen machen. Das heißt, es wird nicht eintreten, weil du immer negativ denkst, dann ist es auch, das wird nicht eintreten oder das kommt in dieser negativen Art und Weise. Das heißt, wenn du dir beispielsweise, was ja gerade voll im Trend ist, manifestiere dir deinen Wunschpartner. Und dann kannst du dir ja wirklich jemanden backen und du sagst das und das und das. Und die meisten gehen in die Oberflächlichkeit und reich muss er noch sein und so muss er aussehen, vergessen aber das Gefühl. Dann ist er vielleicht reich, dann schaut er gut aus, ist aber ein kompletter Arsch. Ja, also das vergessen, dann wird das funktionieren, das Manifestieren. Und das Gefühl kannst du noch nicht so manifestieren, weil es wird ja immer besser. Weil wenn der Mensch sich immer in der Energie entwickelt und in seiner Herzlichkeit entwickelt und sich mehr und mehr in der Seelenessenz einfindet, weißt du ja noch gar nicht, wie schön dieses Gefühl in der Zukunft ist. Und das kannst du nicht manifestieren, das kann der Geist nicht manifestieren, das kann der Kopf nicht manifestieren. Von dem her kannst du dich nur selber manipulieren, wenn du manifestierst. Ich habe es selbst erlebt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt etwas verpasst habe. Was können wir dann? Wenn du dich in das Gefühl von dir selbst einfindest, in dieser Seelenessenz, ist eigentlich der beste Tipp, dass du bei dir bleibst. Natürlich teilweise auch deine Themen, wenn da was kommt. Und die Themen kommen immer nur, wenn du im Austausch mit anderen Menschen bist. Wenn du dich komplett zurückziehst, irgendwann gehst du wieder auf Menschen zu und dann kommt ein Thema nach dem anderen auf dich zugerollt. Das heißt, du bist ein Mensch, und wenn du Mensch bist, bist du hier, dass du mit anderen Menschen kommunizierst. Immer. In jeglicher Art und Weise, gell? Ja. Und je mehr du dich aber zurückziehst, desto weniger tust du das. Und dann rollt die Welle auf dich zu, wenn du wieder mehr auf Menschen zukommst. Aha. Das heißt, dieses Menschsein ist ganz wichtig. Mhm. Wir entwickeln uns nicht nur energetisch alleine, sondern immer auch in diesem Miteinander, weil wir eben alle eins sind. Das wird halt vergessen. Es klingt immer alles so romantisch, wir sind alle eins. Ja, aber wir sind auch alle eins im Menschsein. Das heißt, du kannst von jedem Menschen auch lernen. Mhm. Egal, ob jemand spirituell, energetisch arbeitet oder auch nicht. Mhm. Weil Botschaften kommen zu dir von ganz normalen Menschen. Vor allem, die dich lieben und gut kennen. Ja, das stimmt. Das erlebe ich schon auch so. Das kann ich nachvollziehen. So, in dem Sinn. Schön. Dann haben wir vor
bevor wir uns hingesetzt haben, über Mut gesprochen. Mhm. Und du hast dann auch wieder am Samstag, so, das fand ich eine amüsante Geschichte, wie du joggen gegangen bist in den Gassen von Bern. Kannst du es sonst gerne selber noch mal erzählen? Also wenn ich joggen gehe, ich bin ja nicht mehr in dieser Welt wirklich und mit ganz, ganz lauter Musik. Und ich liebe es einfach. Und da kann es wirklich sein, dass ich nicht nur durch die Gassen hüpfe, sondern einfach einmal laut singe, mitsinge. Und mir ist das auch in Bern jetzt passiert. Und mitgesungen, dann kann es sein, dass ich mal stehen bleibe und einfach tanze. Und dann schauen die Menschen schon so, was ist mit dir? Oh mein Gott, was ist mit dir los? Aber ob das jetzt mutig ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe dann einfach Spaß dabei. Und das ist mir wichtig, diese Freude dabei zu haben. Viele Menschen trauen sich das nicht mehr. Mhm. Und verstecken sich. Nur wenn ich mich nur mehr verstecke, und ich habe das jahrzehntelang gemacht und bin immer kranker geworden, immer einsamer. Mhm. Also ich mache einfach, was mir Spaß macht. Und lass mir wenig irgendwie sagen. Immer wieder ist auch gesagt worden, ja, aber das kannst du ja nicht tun, ja. Und das macht man so, das kennt man ja auch zum Beispiel bei... Wenn da viele Menschen buchsigniert haben möchten, du kannst ja nicht alle umarmen, du kannst ja nicht für jeden ein Reading machen, du kannst ja nicht für jeden dann ein Healing machen. Sicher kann ich, wenn die Zeit da ist, dann kann ich. Und wenn ich will, will ich. Wenn ich gut drauf bin, dann geht das. Mhm. Ja, mir ist aufgefallen, wie viel Zeit du dir genommen hast bei der Signieren des Buches am Samstagabend. Ja. Die Leute sind Schlange gestanden und du hast so dich eingelassen. Das war eindrücklich für mich zu sehen. Ja, mir ist das wichtig. Mhm. Und die Menschen wissen auch mittlerweile, dass ich mir, wenn wir live irgendwo was machen, wirklich auch Zeit nehme. Es war ja auch am Sonntag so, die waren ja nicht dann einmal in der Schlange, sondern zweimal oder dreimal, weil ich ja dann auch lese oder wenn jemand Schmerzen hat, gerne mal ein Healing mache, spontan. Und das ist alles geführt. Also das ist nicht irgendwie nicht geplant. Ja. Ja. Also einfach darauf einlassen und dann kommst du in das Vertrauen hinein. Mhm. Weil das, wenn du in diesem Vertrauen bist und einfach das fühlst, weil wenn ich mir als Seele was ausgesucht habe, dann habe ich mir sicherlich nicht ausgesucht, dass ich leiden muss. Mhm. Und dieses Vertrauen habe ich. Mhm. Und manchmal ist es schmerzhaft. Mhm. Ja. Aber aus diesem Schmerz zu lernen und schnell wieder rauszukommen, das ist eben... Wenn du da mal drüber bist und das weißt und dass es immer besser wird, weil ich einfach weiß, ich bin Seele, ich habe mir das ausgesucht, aber ich habe mir hundertprozentig, weil meine Seele ist humorvoll, hundertprozentig ausgesucht, dass es lustig ist und dass wir Spaß haben und dass, wenn ein Schmerz da ist, dass er auch schnell, dass ich schnell lernen darf und da wieder Spaß haben darf. So schön. Mhm. Gibt es eine Frage aus dem Publikum? Nein, Stille. Doch, der Bruno. Also ich komme nochmal zurück aufs Manifestieren, wenn das manipulativ ist. Also ist dann diese Schöpfermacht, die so gepriesen ist in der spirituellen Szene, sage ich mal. Ja, so wie ich es gerade gesagt habe, wenn du wirklich diese Seelenessenz fühlst, wenn du dich als erstes, ist ja meistens der erste Schritt, du fühlst diese Essenz, das ist Liebe, das dauert ein bisschen, gell? Und dann fühlst du, dass du wirklich mit allen verbunden bist. Ich sage immer, stellt euch vor, diese Sternenhaufen, in Trance-Reisen funktioniert das super gut. Und wenn du das fühlst, dann kommst du irgendwie drauf, irgendjemand legt mich rein. Irgendjemand legt mich da rein, weil... Du kommst wirklich drauf, du kommst schnell aus einem Leid wieder raus und du kommst wirklich drauf, dass es sowas wie Frequenzen gibt. Du kommst drauf, dass es so etwas wie eine manipulierte oder unnatürliche Matrix gibt. Das gibt es auch. Du kommst drauf, dass dieses Konstrukt von männlich-weiblich, das stimmt was nicht. Mich nervt das schon ein bisschen, wenn ich das auch sehe. Ja, der Mann ist ein Jäger und ja, die Frau muss ja das und darf sich nicht melden. Also dieses Ziehen und Wenden und Drehen und keine Ahnung, weil dann ist man ja nicht attraktiv und man muss sich rar machen, ja, genau. Weil sonst ist man ja nicht, also das geht ja gar nicht. Und wenn ich so ein Spiel sehe, und das ist so ein typisches Matrix-Konstrukt, und das ist Energie, du kannst das auch energetisch beobachten.
Das sieht man. Das ist aber, da ist der Mensch noch nicht bereit, dass er da rausgeht. Da will er in dem Spiel mitmachen. Dieses Spiel lässt einen aber sehr stark leiden. Sehr stark und sehr lange. Und nimmt dir Energie. Aber wie? Das heißt, wenn du jemand bist, der sich immer wieder verliebt, dann geht's wieder weg. Dann kommt der Nächste, wieder verliebt, dann geht's wieder weg. Aber verliebt ist nicht lieben. Und dieses konstante Lieben, wo du wirklich merkst, boah, das ist so ein Vertrauen, das ist so eine Stütze, da lebt man so miteinander. Da hat man diese Eifersucht nicht. Da ist man, da weiß man einfach, es funktioniert. Das ist so schön. Das heißt, dieses Spiel, dieses Matrix-Spiel, das ist so präsent auf der Erde und da werden wir steuerbar. Natürlich, bei der Kleidung, wir werden Konsumenten. Das ist es nämlich. Ja, wir werden ja Konsumenten. Mhm. Das ist doch auch das... Das Spiel mit der Sexualität. Ja. Das ist Sex Sells. Mhm. Das ist überall, ja. Überall. Und es geht ja so viel, also es geht ja so viel ums Konsumieren und Kunden und Kundendaten. Das ist ja so ein Riesengeschäft. Mhm. Ja, bei mir ist es ja beispielsweise so, dass hat sich ja alles komplett anders aufgebaut. Ich hatte keine Homepage. Ich hatte, ich glaube, auf Facebook eine Seite oder so. So habe ich angefangen. Und es war wirklich so, dass mich die Klienten haben dann gesagt, komm, bitte mach einen Kurs. Das war der erste Online-Kurs. Ich hatte ein Baby, hatte alles von zu Hause, nebenbei noch gestillt und so weiter. Und es war wirklich Mundpropaganda von den Heilungen, von den Lesungen, den Readings eben, die ich gemacht habe. Und das, so hat sich das aufgebaut. Ich habe nicht mehr, weil ich eben genau aus dieser Branche komme, habe ich gemerkt, was Marketing mit Menschen macht. Und dass es sehr stark geführt ist. Und ich setze bis heute noch drauf, wenn ein Mensch mich fühlt, dann will und kommt er zu mir, auch in die Kurse, auch in Vorträge oder sonst irgendwas. Und wenn nicht, will ich es bitte auch nicht. Weil das ist eine wunderschöne Energie, wenn dich jemand wirklich fühlt und bei dir sein möchte. Das ist jetzt in der Liebe so, das ist in Partnerschaften so, das ist bei der Arbeit so. Und so hat sich das bei mir aufgebaut. Und es war dann auch so, ich bin ja bezüglich Matrix-Konstrukt und in der Corona-Zeit war ja dann zwischenzeitlich mein Facebook-Account und mein Instagram-Account gesperrt. Der ist bis heute nicht entsperrt worden. Ich wurde gelöscht. So? Ja. Und dann wurde dann überredet, weil ich habe gesagt, ich gehe nicht zurück. Ich habe es dann, ich glaube, 1,5 Jahre doch dann wieder gemacht. Aber die Leute eben, die dann mir geschrieben haben, es waren so viele E-Mails, die gesagt haben, bitte Birgit, deine Botschaften sind so wertvoll. Dann auf einmal kam der YouTube-Kanal. Und beim YouTube-Kanal war es dann, das explodiert. Dann habe ich ja erst noch keine 3 Jahre und es sind 80.000 Abonnenten. Also es ist, es ist wirklich abonniert und das wirklich explodiert. Und es war aber aufgrund von, die Menschen reden miteinander. Und es spricht sich herum, wenn es einem gut tut. Und auf das, da bin ich im vollkommenen Vertrauen. Ja, und es tut gut, also jetzt, das war jetzt wieder so ein Stichwort und das fand ich so eindrücklich bei dir auch beim Seminar und am Samstagabend, so wie auch deine Stimme wechselt ja dann auch so und der Humor ist sehr präsent, das finde ich schön, wir haben so viel gelacht, es war lustig. Und jemand hat dann ja auch zu mir gesagt, es war jetzt so ganz ein anderer spiritueller Abend, es war so lustig, wir lachten so viel. Und dann wechselt die Stimme zu, die ist ja so liebevoll dann wieder. Also in der in der Meditation am Schluss, der Patrick ging rum und legte die Hände auf die Stirn und deine Stimme. Und dann dachte ich, diese Liebe, die da rüberkommt. Also unglaublich. Ja, meine Stimme ist ja ein, also die Stimmbänder anscheinend, das ist ja das Phänomen bei mir, wie auch immer dass das ist, also das die Trance-Speakings mit dem Edgar, man kann ja mal probieren, die Stimme zu verstellen für 5 bis 10 Minuten. Das funktioniert nicht wirklich, weil die Stimmbänder einfach sagen nein oder auch der Kopf sagt nein, das tut mir weh, wenn du das bewusst machen möchtest.
Mami verändert sich jetzt gerade. Jetzt schon, gell? Ja. Ja. Und wenn du dann ein Trance-Speaking machst, und bei mir kann das bis zu 1,5 Stunden gehen, da gibt es immer auch so Fragen, die man stellen kann, also Trance-Speakings, wo jemand Fragen stellt und der Edgar antwortet. Und das ist ja eine männliche Stimme. Das heißt, es funktioniert auch nicht, dass du das verstellen kannst, sondern es ist wirklich eine Energie, die spricht. Bei den Heilmeditationen ist es wieder eine Energie. Jetzt hat sich auch gerade was im Raum etwas verändert. Und man merkt halt bei mir bei den Stimmbändern auch die, oder bei der Stimme dann die Energie, dass sie sich verändert. In dem Moment. Ja. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, wenn da das Humorvolle durchkommt, da spricht auch eine gewisse Energie mit. Mhm. Das Wichtige ist jetzt, auch was Zeitqualität betrifft, die Wintermonate. Die Sonne wird ein bisschen weniger. Und wir kennen das alle, wir kehren in uns. Mhm. Es ist mittlerweile allerdings so, wir haben so etwas wie einen Corona-Schock. Und die Menschen steigen schnell in Negativnachrichten ein, egal in welcher Szenerie. Mhm. Und da können Energien auch andocken und einen noch mehr runterziehen. Mhm. Und deshalb ist der Humor und das Lachen jetzt noch wichtiger, gerade auch was diesen Winter betrifft. Sehr wichtig und auch was die nächsten Jahre betrifft. Bei Menschen, die jetzt, also wir sind jetzt in diesem Dimensionssprung, und wir reinigen viel. Das heißt, auch alte Themen, ganz alte Themen kommen echt hoch, ganz extrem. Und gerade auch bei unseren Männern, die nie wirklich, Verzeihung, die Master der Männer natürlich nicht, die Anwesenden, nie wirklich gelernt hat, mit Emotionen umzugehen oder Gefühle einfach einmal so fließen zu lassen oder nicht zu denken, jetzt bin ich nicht männlich oder so, tut sich noch schwer damit. Ich zum Beispiel mache nächstes Jahr eine Jahresbegleitung nur mit Männern. Mhm. Und das ist wunderschön. Also am Anfang war bei mir so, oh mein Gott, ich lasse mir das auch durchgeben. Und ich war, warum mache ich das jetzt, gell? Aber es zeigt sich immer mehr, die Unterstützung der Männer und vor allem, dass das ein geschützter Raum sein soll, ist ganz wichtig. Damit da jetzt nicht eine Frau, da machen sie es bei einer Frau, ja wurscht, wir werden den Edgar sprechen lassen. Und auf alle Fälle wird sich da eben auch zeigen, dadurch, dass diese Themen sich ausreinigen, dass der Humor da ganz wichtig ist, weil das ist auch ein kathartischer Effekt. Also Katharsis, dieses, die Reinigung durch Lachen, das ist unfassbar heilsam. Es ist ja nicht nur das Weinen heilsam, es ist das Lachen heilsam. Und du siehst es auch hellsichtig, wenn jemand lacht, dass sich ganz automatisch aus der Aura, aus deinem System Themen heraus reinigen. Mhm. Und es geht ja auch Lachen bis zum Weinen. Ja. Das geht ja auch. Ja. Und es wird unterschätzt. Und insbesondere, wenn beispielsweise, so wie der Patrick und ich, zwei Heiler auch miteinander das machen und im Publikum und das verbindet sich und wird größer und wir lachen miteinander und dann wird noch eine Heilsession gemacht oder eine Meditation und er geht dann noch dazu durch das Publikum, da wird ja auch eine unfassbar große Heilwelle ausgesendet. Schon speziell gewesen, weil wir haben, also mein Team hat unfassbar viele wunderschöne Rückmeldungen bekommen. Ja. Nicht nur wegen dem Lachen, sondern auch, es sind einige Spontanheilungen geschehen an dem Abend. Und es ist halt auch ganz was Spezielles. Man muss, war auch mutig von uns beiden, auch Themen anzusprechen und mal die ganze Spiritualität nicht so steif da sein zu lassen. Ja. Du hast eine Frage, die ich noch hatte, praktisch schon beantwortet. Ich habe viel so erlebt, dass gesagt wird oder wurde, ja, zuerst durch diesen Schmerz gehen, um etwas aufzulösen. Und ich habe mich dann gefragt, ob man auch durch Lachen etwas auflösen kann. Ja, ja. Auf alle Fälle. Das hast du schon. Also wer sehr gute Freundinnen hat, weiß das. Man soll es halt bitte ohne Alkohol machen oder ohne Drogen. Und ja, das passiert auch, aber das geht natürlich. Also es gibt ja Freundschaften, wo du wirklich glaubst, du bist bekloppt und du glaubst wirklich, also man spricht dann über Themen, wo man irgendwann nicht mehr kann, wo man irgendwann nicht mehr leiden kann und man geht dann beispielsweise auch in die Verurteilung hinein und in der Verurteilung entsteht aber auch Humor. Und dadurch, dass sich das Ganze so hochschaukelt im Gespräch, im humorvollen Gespräch, reinigt sich etwas aus und irgendwann hast du auch zum Beispiel keine Lust mehr, über den Menschen, über den du dich ärgerst, zu sprechen. Ja. Weil es irgendwann, weil du so
dermaßen oft schon darüber gesprochen hast, das Thema so durchgekaut hast, dass du nur mehr humorvoll darüber sprechen kannst, nur mehr lachen kannst, dass es keinen Sinn mehr gibt. Mhm. Und das ist dann die Reinigung. Ja. Ja. Sehr schön. Genau. Gibt es noch eine Frage von eurer Seite? Ja, du hast vorhin wieder über das Fühlen gesprochen. Da ist mir so ein Satz von Ernest Holmes in den Sinn gekommen. Er hat geschrieben, im Zentrum des Universums ist das Fühlen. Mhm. Und ich glaube, du bist jetzt jemand, der mir das erklären kann, was das eigentlich bedeutet. Das ist sehr, sehr witzig, dass du die Frage, also dass ihn so zitiert hast, weil ich spreche nicht von der Quelle. Ich spreche auch nicht, was gibt es da noch? Viele sagen ja, das ist die Quelle und ich sage das Zentrum des Universums, dass da alles entspringt. Ja, das ist meins, weil ich das auch so sehe. Ich sehe dieses Licht vom Zentrum des Universums und ich fühle da schon. Ich bin da im Fühlen. Ich bin da nur, und wenn ich fühle, und zum Beispiel auch bei Trance-Reisen, wenn du fühlst, da ist alles präsent, da ist es zwar wunderschön still, aber du kannst in diesem Fühlen alles beobachten. Da ist einfach alles da. Da ist auch jede Emotion da. Da ist jedes Lächeln da, da ist jedes Weinen da, da ist jeder Mensch da, da ist jedes Tier da, da ist jedes Wesen da, da ist jeder Jenseitige da, da ist jeder einfach nur da. Und du beobachtest einfach und fühlst. Und für mich ist dieses Beobachten im Fühlen, also du kriegst auch mich mit, wie sich Emotion anfühlt. Aber du bist halt nicht in der Verurteilung drin. Und das ist für mich dieses Energienlesen lernen. So kannst du fühlen lernen. Und das fühlt sich schön an. Fühlen ist schön. Es wird immer wieder gesagt, dieses Fühlen ist so, nein, ich will nicht fühlen. Und die meisten sagen dann, nein, ich will nicht lieben, weil dann fühle ich so viel. Nein, du fühlst nicht, du bist in der Abwärtsspirale und der Abwärtswelle der Emotionen, die dich runterreißt, weil du immer gesagt hast, du willst nicht fühlen. Und dein Wille geschehe, so ungefähr. Also man kann die Reise der Seele, die wir uns festgelegt haben, du hast die Wahl. Es gibt diese Meilensteine und die werden eintreten. Die Seele hat das gemacht. Deshalb kann man ja auch die Zukunft lesen. Mhm. Das geht. Aber du legst fest, wie du es fühlst. Und wie du es erlebst. Weil das ist ein komplett anderer Ansatz und Blickwinkel. Es ist wie eine Kartenlegerin, die dir die Karten legt und sagt, der März, der wird anstrengend. Oder du gehst zu einer Kartenlegerin, die sagt, da kommt eine wunderschöne emotionale Heilung auf dich zu. Und da reinigt sich jemand aus deinem Leben. Aber es wird so schön sein. Du wächst dadurch und dann kommt der Wunschpartner. Es ist immer eine Ansichtssache vom Fühlen auch. Ja. Oh, wie schön. Ich fühle mich gerade so glücklich. Ja. Weil ich immer wieder auch auf das Thema Partnerschaften zurückgehe. Das ist ja auch das große Matrix-Thema ist die Angst vor dem Tod. Und das zweite ist eben männlich-weiblich Partnerschaften. Und wir haben jetzt und erleben das, werden das noch weiterhin erleben, es ist eine unfassbare Welle an Trennungen da. Also Beziehungsthemen. Und sehr, sehr viele wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, was da los ist, warum es rundherum kracht. Jeder sortiert sich irgendwie neu. Mhm. Kann auch sein, dass die Partnerschaften sich neu sortieren. Viele gehen dann halt sofort den Schritt der Trennung und merken gar nicht, okay, vielleicht sollte man gemeinsam diesen Sprung gehen, weil es doch auch anstrengend ist, emotional gesehen. Und da passiert eben viel. Und dieses Thema ist sehr groß im Feld und wird sich auch noch weiter ausdehnen. Und für mich ist es niemals ein Zufall, weil mein drittes Buch ist, geht ja auch in Richtung Liebe, Sexualität. Und was die Sternenvölker dazu sagen, wie die das auch machen, wie die das auch ausleben, ist ganz spannend. Ja, das glaube ich. Das hast du letztes Mal, habe ich dich gefragt. Hast du gesagt, Ja. Sehr viele, es haben ja viele auch eine Physis. Mhm. Und das zu beobachten, da muss man auch ins Fühlen gehen. Also nicht so, will das nicht sehen. Nein. Ja, genau, okay. Also schaust. Scham. Weg. Nein, auf keinen Fall. Nein, ich will nicht. Nein.
Mhm. Ja, Beobachtungsgabe ist auch da gefragt und ich habe das alles dokumentiert auch. Ja, es kommen halt immer wieder Themen, die gerade auch für die Menschheit passt und dann war halt natürlich auch meine Frage, ja, warum passt das so gut? Naja, weil wir wirklich alle verbunden sind. Mhm. Also wenn es da andere Dimensionen gibt und andere Planeten und andere Völker, dann gehen wir, wie sie so ein Ego-Denken, nein, nur die Erde verändert sich. Nur wir gehen diesen Sprung. Nein, alle gehen, alle machen das. Alle verbunden. Alle fühlen verbunden. Ah, spannend. Mhm. Mhm. Gut. Ja, das in deinem Buch, das neue Buch, ich habe es nicht mal hier. Das zweite Buch ist es, okay. Schlecht vorbereitet. Nicht geplant. Das mit dem grünen Einbad, Starseeds. Healing. Healing, um Heilung. Ja, genau, Heilung. Genau. Ja, das ist diese Woche eben. Nein, eigentlich kommt es erst diese Woche raus. Ah. Es ist aber schon vorher ausgeliefert worden, ja. Warum auch immer. Ist immer wieder speziell. Beim letzten war es schon so, dass beim letzten Buch, beim Buch 1, haben sich die Tiere draufgelegt. Also ich habe ganz viele E-Mails bei mir, wo mir Menschen Bilder schicken, wo sich die Tiere mit dem Kopf auf das Buch legen. Ach, sicher? Ja. Oder es gibt Menschen, die damit einkaufen gehen, weil sie fühlen sie sich wohler, wo spontan Heilungen geschehen sind. Und jetzt, das Buch ist erst seit ein paar Tagen draußen und ich habe jetzt schon die Rückmeldungen. Es ist so heilsam. Die Menschen legen sich das Buch wirklich auf Körperstellen. Okay. Ja, es ist ganz speziell. Damit habe ich selbst nicht gerechnet. Ja. Ja. Oder dass die Träume eindeutiger werden, wenn sie das Buch neben sich ans Bett legen. Schön. Haben wir auch. Wie das noch wirkt. Ja. Bin ich gespannt, wie es wirkt beim Buch 3. Ah, ist das schon in Arbeit? Das kommt im Mai. Ah, schon? Das ist schon im Druck, ja. Also das. Mhm. Jetzt sind wir genau so, Stichwort nach vorne blicken. Im Moment. Was ist von der Quelle, die im Moment läuft der 30 Tage? Online-Kurs? Ja, da geht es auch hauptsächlich ums Fühlen und um die Wunden. Es gibt immer wieder so Urwunden, die der Mensch hat. Mhm. Und das ist so wie ein Lebenslernthema. Mhm. Ich habe die auch, die hat jeder. Mhm. Bei diesen Urwunden, das ist auch eine Entscheidung. Du weißt es eben, dass du sie hast. Du kannst immer wieder in das Drama einsteigen und sagen, ich bin ein Opfer. Mhm. Oder du kannst Spaß dran haben und mit Selbstironie arbeiten und sagen, oh, da war sie wieder. Da ist sie wieder vorbeimarschiert, meine Urwunde. Ja, ja. Ja. Die marschieren tatsächlich, die halten auch an, die marschieren manchmal nicht vorbei. Mhm. Die bleiben. Ja, oder man geht dann durch den Schmerz und merkt, wie heilsam und reinigend es ist, wenn man den auch da sein lässt. Mhm. Genau, und dann gibt es schon etwas, wo du live wieder bei uns bist? Ich glaube, der Sternenvölker. Der Sternenvölker, ja, der ist im Februar. Mhm. Details kommen bei Zeiten auf die Homepage, aber er ist 17. 18. Februar. Und du bist mit dabei. Es freut mich, freut uns alle sehr. Und da bin ich sehr gespannt. Du wirst auch wieder für ein Seminar kommen, bin ich überzeugt. Wir wissen noch kein Datum. Nein, aber, ich gehe jetzt davon aus. Mhm. Das ist schon fast suggestiv. Gell, du kommst wieder. Ja, beim Sternenvölkerkongress, was ich weiß, ist ja, glaube ich, auch ein Workshop dabei. Mhm. Ja, wenn man sich anmeldet. Ja, sehr schön. Genau. Gut. Habe ich etwas vergessen? Gerne noch. Alles gut, keine Fragen mehr. Alles gesagt für die Zukunft. Alles gesagt für die Zukunft. Tönt gut. Mhm. Also, ich danke dir ganz herzlich. Es war wunderbar. Vielen Dank. Wunderschön. Dich hier zu haben für ein Gespräch. Danke, Birgit. Danke euch fürs Zuschauen. Ich freue mich nächstes Mal wieder bei Quelle TV. Wir sind in Bern im Studio, freuen uns auf das nächste Gespräch. Tschüss miteinander.